Viele Beziehungen zerbrechen daran, weil es mit dem Sex nicht oder nicht mehr klappt. Und Probleme beim Sex sind fast immer auch ein Mitauslöser bei jeder Trennung. Denn selten ist es so, dass bei der Trennung der Sex noch genauso super klappt wie am Anfang. Ich bin Lena und ich bin Expertin, wenn es darum geht, Trennungen rückgängig zu machen. Und wenn der Sex Auslöser oder Mitauslöser für eine Trennung ist, dann fühlt man sich da oft schnell mal ein bisschen machtlos in der eigenen Situation. Weil wie könnte man jetzt dem Ex zeigen, dass man sich in diesem Punkt geändert hat? Weil direkt ansprechen ist keine Lösung, denn das ist ein bisschen zu offensichtlich und darüber hinaus würde das der Ex wahrscheinlich nicht abkaufen. Aber man kann den Ex auch nicht einfach niederwerfen und zeigen, wie man sich sexuell jetzt geändert hat. Also ist einfach ein bisschen verzwickt. Und deswegen zeige ich dir in diesem Video 5 Tipps, wie du dem Ex zeigen kannst, dass bei dir dabei eine Veränderung passiert ist. Also auch wenn dir Sex als Trennungsgrund genannt wurde oder wenn die Trennung wegen dem Sex gescheitert ist, wenn der Sex ein Mitgrund für die Trennung war, ist nicht alles hoffnungslos verloren. Denn aus der Erfahrung von über 1000 Einzelcoachings kann ich das sagen, meistens liegt es nicht am Akt selbst, sondern an irgendetwas drumherum. So wie es in vielen Beziehungen ja nicht an der Liebe füreinander scheitert, sondern an was Äußerlichem, wie zum Beispiel, wir schaffen es nicht pünktlich zu sein oder einer schafft es nicht, Vereinbarungen einzuhalten oder man schafft es nicht, gemeinsam friedlich ins neue Haus zu ziehen. Und so ist es beim Sex auch. Da heißt es oft nicht, wir schaffen den Sex an sich nicht, sondern man schafft es zum Beispiel nicht, einen sexuellen Nenner zu finden oder überhaupt Zeit für Sex zu finden. Oder einer ist immer müde. Beim Ex-Rückgewinnen steht man hier also vor einer gescheiten Herausforderung, wie man die Veränderung jetzt zeigen kann. Weil du kannst die sexuelle Veränderung ja nicht auf der gleichen Ebene kommunizieren, du musst es auf einer anderen Ebene machen. Weil Sex mit dem Ex wird vermutlich zum jetzigen Zeitpunkt, gleich nach der Trennung, nicht wirklich sinnvoll sein. Aber oft braucht es eben gar nicht. Die Idee ist vielmehr, eine Persönlichkeit, die sich bei diesen und jenen Dingen ändert, ändert sich bestimmt auch bei vielen anderen Punkten. Deine Veränderung soll also die gesamte Persönlichkeit betreffen, nicht nur einen kleinen Teil. Starten wir also gleich los mit dem ersten Tipp, nämlich überleg dir, welche Lösungen du anbieten kannst. Je nachdem, was genau eure Herausforderung war, überleg dir mal, was du da für dich vielleicht neu entscheiden und neu beschließen, welche Art Lösung du für dich finden könntest. Und dann überleg dir mal, wie man diese Lösung, die vielleicht auch noch im sexuellen Bereich liegt, wie man die aber symbolisch übersetzen könnte in etwas, was man nach außen hin schon zeigen kann. Und oft mündet das dann in so Formulierungen wie: Ich tue jetzt generell mehr Gutes für meinen Körper. Und dann postet man vielleicht ein Bild, wo man laufen geht, wo man tanzen geht, wo man klettern geht. Irgendwas, was symbolisiert, dass man sich mit dem Körper beschäftigt. Das ist ein gutes Anzeichen dafür, dass sich auch in der Sexualität was tun kann. Weil der Körper ist ja das Nummer 1 Instrument beim Sex. Das heißt, alles, was man da körperlich tut, wird sich unweigerlich auch dort auswirken. Wenn du dich körperlich wohler fühlst, wenn du zufriedener mit dir selber bist, wirkt sich das ja auch beim Sex aus. Mach mal gleich weiter mit Tipp Nummer 2, nämlich erwähne deine Lösungen auch. Hier meine ich schon auch so Dinge, wie wenn man da die Vermutung hat, dass vielleicht medizinisch was nicht passt, dass man das dann auch tatsächlich mal anschauen lässt. Viele haben da eine große Scheu dafür und dass man da zum Beispiel dem Ex mal ein Update gibt von, hey, ich war jetzt mal beim Arzt. Was aber auch einfach immer wichtiger wird, ist die offene Kommunikation von dem, was sich gerade generell bei dir tut und wie du deine Themen eben angehst. Alles, was in Richtung Spüren geht, ist ja gut. Weil oft klappt es ja beim Sex einfach nicht mehr, weil auch andere Dinge schon kaputt waren und dann ist der Sex mit weggebrochen. Das heißt, so Formulierungen helfen wie, hey, ich komme wieder gut zurück zu mir, ich spüre, was mir gut tut. Da deutest du an, dass du gerade einfach gut bei dir bist und bei deinem Körper bist. Oder auch wenn, wie vorher schon kurz erwähnt, vielleicht Problem war, dass es gar nicht erst zum Sex gekommen ist, weil einer immer müde war, auch hier Veränderung zu zeigen von, hey, ich habe einen neuen Plan, wie ich meine Woche angehe, ich bin jetzt plötzlich immer ausgeschlafen oder ich gehe früher ins Bett, ich habe eine andere Routine und so weiter.
Also überleg dir auch wirklich, wie du von außen hier die Probleme, die vielleicht rund um den Sex waren oder das bedingt haben, wie du die angehen und zeigen könntest. Wir gehen hier weiter zu Tipp Nummer 3, nämlich zeig dem Ex auch, was du geben kannst. Das ist jetzt zugegebenermaßen schon ein bisschen fortschrittlicher und funktioniert halt dann perfekt, wenn ihr wieder vertrauter miteinander seid, wenn ihr euch schon wieder trefft. Nehmen wir mal an, der Ex hatte einen anstrengenden Tag in der Arbeit und du merkst das, dann könntest du sagen, kann sein, dass du ein bisschen verspannt bist, ich könnte dir eine Massage anbieten. Und so zeigst du dann, dass du den Ex beobachtest, dass du Werte dazu hast und auch anbietest, eine Lösung dafür, was der Ex eben brauchen könnte, auf körperlicher Ebene nochmal. Aber passt hier auch wirklich auf, dass ihr schon auf einer Ebene unterwegs seid, die verträglich ist und wo du die Vermutung hast, dass der Ex diese Massage auch wirklich annehmen könnte. Und mach nicht diesen creepy Move, wo dann aus der Massage plötzlich viel mehr und vielleicht sogar Sex wird, sondern mach wirklich nur das, was du auch tatsächlich mit den Worten benannt und angeboten hast. Und dann einfach, super, das war jetzt die Massage, nächstes Mal vielleicht wieder mehr. Und dann beendest du es einfach. Und wir gehen hier weiter zum nächsten Tipp, nämlich Nummer 4. Bau generell mehr Berührungen ein. Beginn also damit, dem Ex intime Momente vorzuschlagen. Aber auch hier nicht irgendwie so zufällig nebenbei diesen creepy Kino-Move, wo man dann plötzlich so die Hand da hat und sagt, ah, wie ist denn die dahergekommen? Sondern begleit's einfach immer sprachlich. Das ist auch generell ein guter Tipp für Sexualität. Geh immer nur so weit vor, wie du auch mit den Worten gehen kannst. Im Sinne von, hey, ist dir das recht, wenn wir jetzt Hand in Hand da das nächste Stück des Weges gehen? Oder magst du vielleicht während dieser Film läuft mit mir kuscheln? Und schließlich kommen wir hier zum nächsten Tipp, nämlich sprich mit dem Ex über Intimität. Im Coaching höre ich sehr oft, dass Menschen wieder intim mit dem Ex geworden sind, weil sie einfach von der Strategie her auch schon dort angekommen sind. Und meistens freut man sich dann sehr, man hat viele gute Gefühle, man hat ja auch schon lange darauf gewartet, das herbeigesehnt. Und doch gibt es dann oft so einen Moment der großen Unklarheit, weil man einfach nicht genau weiß, was diese neue Intimität jetzt für den anderen bedeutet und wie es jetzt miteinander weitergeht. Sind wir jetzt wieder zusammen oder nicht? Bin ich die Affäre geworden? Und vielleicht sagt dann der Ex auch noch sowas wie, dass es ein großer Fehler war, dass man es bereut oder so. Und solche Fragen stellt man sich immer dann, wenn man mit den Handlungen weitergegangen ist, als es die Worte auch schon geschafft haben. Und ich empfehle dir hier, diese Dinge anzusprechen, sodass ihr beide einfach wisst, was diese neu gewonnene Intimität auch tatsächlich bedeutet. Sodass man einfach Worte dafür hat. Es kann ein einfacher Satz sein wie, hey, es hat mich gerade sehr gefreut, dass das so war. Und ich weiß, dass trotzdem da noch Dinge zwischen uns sind, die viel Arbeit brauchen, aber ich freue mich, dass wir dies und das genießen können. Du siehst also, auch wenn eine Trennung wegen Sex zerbrochen ist, oder eine Beziehung, so heißt es wirklich, wegen Sex zerbrochen ist, und wenn der Sex einfach ein Mitgrund für die Trennung war, gibt es trotzdem viele Dinge, die man da tun kann und die man sich anschauen kann, auch von eigener Seite her, sodass das in Zukunft kein Trennungsgrund mehr sein kann. Und wenn du da persönliche Unterstützung haben möchtest, dann gebe ich dir hier auch noch den Link zum Coaching-Angebot von Szenario 2 mit rein. Und zusätzlich auch noch ein Video von mir, wo ich darüber spreche, wann es jetzt tatsächlich sinnvoll ist, Sex mit dem Ex zu haben und wann nicht. Ich würde mich freuen, wenn wir uns dort wieder sehen oder ich dich im Coaching kennenlernen kann. Bis dann und alles Liebe von mir.